Ja, hallo YouTube-Fans, da bin ich wieder. Ja, in diesem Abschnitt meines Tutorials werde ich euch einen Einblick in Sachen Google Hacks, Hacking geben. Dieses Video soll euch zeigen, wie unsicher ein Internetbenutzer ins Netz gehen kann. Ein Teil davon habe ich schon mal präsentiert und auf YouTube als Tutorial zur Verfügung gestellt, wie man Überwachungskameras anzapfen kann, die unabgesichert sind mit Google. Ja, viele fragen sich jetzt sicher, wie ist so etwas möglich? Das zeige ich euch, wie einfach Kriminelle solche unabgesicherten Lücken, diese Sicherheitslücken, ausnutzen können. Fangen wir zum ersten Teil einmal an mit Überwachungskameras. Überwachungskameras sind ja heutzutage sehr schön, praktisch, überwacht auch sehr gut und viele Leute denken sich, dass sie sicher in der Firma sind oder in privaten Häusern. Dass sie schön sehen auf den anderen Monitor, was in den Raum nebenan oder im Garten vor sich geht. Sind oft heutzutage schon billig und auf die meisten die Sicherheit für die Öffentlichkeit schauen sie nicht. Das heißt, solche Cams können von Leuten auf der ganzen Welt in Google gefunden werden. Weil sobald ich irgendetwas ins Internet sende, und in dem Fall sind es, wie soll ich sagen, wie heißt das jetzt? Schnell Webcams, also Funküberwachungskameras, Netzwerkkameras, die über ein Netzwerk laufen. Und klar, so etwas kann von jedermann ab eingesehen werden. Und zahlreiche Überwachungscams können so durch im Internet auf der Google-Suchmaschine gefunden werden. Dazu jetzt einmal ein Beispiel, darf ich euch jetzt nennen. Zum Beispiel reicht jetzt schon ein String, den gibt man da in der Google-Suchmaske ein. Man sieht, Live, Applet und so weiter, hat er schon ein paar gefunden. Ja, wenn man da jetzt zum Beispiel einen Klick drauf macht, baut er schon Verbindung mit dieser Überwachungskamera auf und man sieht, es rennt gerade eine Überwachungskamera von einer Straße, die mit Sicherheit nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Manche Cams lassen sich sogar tadellos steuern, zoomen und bei manchen sogar Licht an- und abschalten. Ja. Oder diese hier. Dauert ein wenig. Jetzt baut er Verbindung auf. Ja, da ist gerade finster. Oder nehmen wir mal diese her. Ja, auch finster. Man sieht Start Control steht da unten. Wenn ich da jetzt einen Klick drauf mache, übernehme ich die Steuerung von dieser Webcam und sie lassen sich so durch auch drehen, wie man sieht. Also es ist echt schon Hammer, wie unabgesichert manche Leute wirklich sind. Natürlich gibt es da noch zahlreiche andere Google-Codes, die wir jetzt mal probieren. Nehmen wir mal dieses Live-Applet. Mit ein wenig probieren hat man Dutzend, kann man Dutzende von Live-Cams
Überwachungscamps finden. Beispiel diese hier. Auch finster. Ja. Oder diese hier. Man sieht, jede Überwachungskamera kann man so easy einfach her anzapfen. Man sieht, mit der C aktivieren wir die Steuerung. Das schaut eher nach einem chinesischen Hieroglyphen aus. Ja. Natürlich gibt es da noch andere Strings, die wir jetzt mal ausprobieren können. In dem Fall nehmen wir jetzt mal Axis Cam. Das sind die Hersteller. Das nennt man Google Strings. Zweiter natürlich ist es nämlich so, man muss nicht unbedingt diese Strings eingeben. Denn wenn man nach etwas sucht, kann schon möglich sein, dass man ohne diesen Strings an Überwachungscams rankommt. Natürlich hat man da Überwachungscams in der Öffentlichkeit, an Arbeitsplätzen, auf Arbeitsplätzen, in der Schule und oft sogar in Umkleidekabine, weil keiner weiß wirklich, wo was wann überwacht wird. In dem Fall haben wir jetzt die Network-Kamera von Axis. Man sieht easy einfach, kann man solche Cams einfach anzapfen. Man sieht, da gehen Leute vorbei. Man kann denen zuschauen und. Da fährt gerade ein Bus. Ist übrigens live. Ja. Also wie gesagt, solche Camps sind echt für vielen sicherlich genial, weil man ja etwas sieht. Und ja, also Leute, passt lieber auf, wenn ihr Überwachungscamps besitzt oder vorhabt, eine Überwachungscamps zu kaufen. Sichert eure beziehungsweise lasst eure Cams absichern mit Passwortschutz, also ein Passwort, die keiner erratet, weil wenn das mal in Google reinkommt, dann sieht das die ganze Welt und das wäre nicht sehr gut. Ja, da gibt es noch einige von diesen Camps. Ja. Natürlich funktioniert das nicht nur mit dieser Überwachungscamp. Das sind jetzt zum Beispiel eine komplette Google-Hacks mit den häufigsten Sachen, an die man rankommen will und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Beispiel Bilder. Man kann auch an Bildern kommen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Beispiel, Leute hosten Bilder oder beziehungsweise laden Bilder auf ein Hoster hoch und bewahren sie dort auf, mit dem Gedanken, dort sind die Bilder bestens aufgehoben. Natürlich in dem Fall ist es nicht so, denn diese Bilder können von jedermann abgerufen werden, in sogenannte Suchmaschinen, häufigsterweise Google-Suchmaschinen. Also Leute, überlegt euch das gut, ob ihr eure Erinnerungsfoto von der Hochzeit oder Freundschaftsfoto oder Partyfotos über Internet hochladet. Denn so etwas ist nicht sicher. Sicherer ist es, wenn man diese Internet nirgendwo, diese Bilder nirgendwo
hochladet, wie zum Beispiel RabbitShare etc. Denn es kann schließlich kann das wirklich jeder finden. Ich zeige euch jetzt einmal ein Beispiel, wie man Bilder finden kann, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Dazu gibt man einfach index.off einmal ein und hinter off Punkt kann man jetzt jede beliebige Sachen, zum Beispiel Schule. Man sieht, das sind zum Beispiel schon Sachen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Ja, dieser jemand hat Schulbilder, also Bilder für die Schule oder von der Schule, auf ein Hoster geladen, die normalerweise nur für ihn gedacht sind und nicht für die Öffentlichkeit. Nur blöderweise kann es so sein, dass der Hoster, was er besitzt, nicht wirklich perfekt abgesichert ist. Und man sieht, man kann da schon sich durchblättern von Bildern, die für ihn privat sein sollten. Man kann da wirklich komplett alles ansehen, die für unserem Auge normalerweise nichts angehen sollten. Ja, man kann da schon Bilder finden, das ist enorm. Sozusagen sind wir jetzt auf seine Daten drinnen, beziehungsweise auf den Hoster, wo die Bilder er hochgeladen hat. Beispiel Gericht, so weiter. Ja, man kann hinter off.schule, statt Schule kann man alles Mögliche machen. Wie zum Beispiel kann man zum Beispiel Lebenslauf. Man sieht, auch das geht. Da hast oft Sachen, das ist enorm. Wenn man es wirklich so denkt, man sieht, da ist jetzt sozusagen eine Bewerbung, die dieser Tobias Ziegler hochgeladen hat. Und blöderweise steht da auch seine Anschrift und seine Telefonnummer. Und da kann man seinen ganzen Lebenslauf lesen. Also, das ist mit Sicherheit nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Foto plus Handynummer und das Ärgste sogar noch seine Anschrift. Ja, also es ist enorm. Oder Steffi Koller. Wiederum Anschrift, Wohnort, Telefonnummer und die Erzählung in diesem Lebenslauf. Also, wenn man da wirklich denkt, ist das enorm, wie unabgesichert manche Leute heutzutage noch im Internet vertreten sind. Ja. Da müsst ihr euch dann einmal durchblicken. Da findet man schon ziemlich arge Sachen. Das kann man sich oft gar nicht vorstellen. Ja, natürlich funktioniert das bei allem so. So. Natürlich ist nicht nur das das Problem, sondern Kriminelle können beispielsweise auch Screenshots bzw. Chatverläufe einsehen. Wer ist der Freund und Helfer? Natürlich Google. Leicht, einfach kann man so etwas finden. Das zeige ich euch jetzt mal. Da gibt es auch einen String. Dazu benötigen wir diesen String, Index of Chat Logs und Enter. Man sieht, man kann da alles einsehen,
was man da wirklich möchte, zum Beispiel ein Chat-Protokoll, schauen wir mal durch, ob wir irgendein Chat-Protokoll finden. Ja, Dummy. Wenn man sieht, da kommt man auf Sachen, das ist enorm. Dann zum Beispiel das hier. Ja, scheint wohl nichts zu sein. Oder diesen Chat. Das sind Chatlogs. Die kann man sich sogar runterladen und mit WinRAR entpacken. Natürlich nichts für die Öffentlichkeit normalerweise. Ja, jetzt haben wir es runtergeladen. Was da, und was sehen wir? Ein kompletter Chatverlauf von A bis Z. Man kann jede Unterhaltung von Leuten nachspannen. Also wie gesagt, es ist heftig. Da sind mehrere Chatlogs enthalten. Natürlich hat er es natürlich nicht für die Öffentlichkeit freigegeben. Schön sortiert hat er es von Montag bis Sonntag immer. Ja, man sieht, einfach draufklicken und der nächste Chatprotokoll ist schon da. Natürlich ist dies jetzt in Englisch. Wer Englisch kann, wird damit das bei dem keine Schwierigkeit haben, sich zu amüsieren, sich vielleicht noch lustig machen. Dragon 18 schrieb, has not gonna do well tonight. Blue Line Goldes um 4:30 Uhr 48 on my Neon Elite Fantasy Team, I have Brodeur. Also man sieht, das ist echt heftig. Also Leute, man sieht, wie einfach so etwas gehen kann, Leuten nachzuspionieren und wie dumm alleine Google Suchmaschine schon ist, dass er so etwas ausspuckt. Viele fragen sich jetzt sicherlich, warum ist das eigentlich so? Warum speichert Google so etwas? Beziehungsweise warum kann, beziehungsweise kann man so einfach auf diese Daten von Dritten übergreifen? Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Alles, was ich hochlade und ihren Hoster oder Chat unabgesichert ist, ist es blöderweise so, dass Google solche Sachen in die Index-Datei einspeist. Und in diese Index-Datei, auf diese Index-Datei kann jeder Dritte Zugriff machen, ohne jeglichen Kenntnis. Ehrlich gesagt, ist das natürlich schon eine Frechheit, denn Google müsste normalerweise schon die Leute, die Google gemacht haben, müssen normalerweise schon dafür sorgen, dass Leute nicht auf so etwas Zugriff haben. Weil, ich meine, da braucht man ja fast kein Internet, dass jemand alles nachspannen kann. Ja, bitte überlegt euch gut, wo ihr Bilder, die euch wichtig sind, hochladet. Denn jeder Mensch sollte auch eine gewisse Privatsphäre haben. Also Privatsphäre besitzen. Ja, es gibt wirklich zum Beispiel auch Dienste, ein paar Seiten, wo man sich registriert und die noch zum Beispiel wissen wollen, wie viel man im Monat verdient. Solche Dienste gibt es leider. Ja, da meldet man sich an. Beispiel, ich melde mich jetzt auf irgendein Forum, auf irgendein Board an, also Forum, Diskussionsplattform. Muss man sich ja üblicherweise registrieren, um etwas posten zu können. Gut, man meldet sich an und unten steht dann oft, wie ist Ihr monatliches Einkommen? Und das sind dann verschiedene Sachen, die wollen wissen, wie viel man monatlich verdient.
Ich meine, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Denn was brauchen Sie wissen, wie viel ich monatlich verdiene? Das braucht ja normalerweise keiner wissen. Das geht ja Ihnen nichts an, weil es ja privat sein sollte. Man weiß nie, was die vorhaben. Weil allein solche Frage kommt mir schon irgendwie ein wenig komisch vor. In einem Forum bei der Registrierung soll ich angeben, wie viel ich monatlich verdiene. Also da kann schon allein nicht was stimmen. Macht so ein Blödsinn nicht. Wenn ihr auf so etwas stößt, ignoriert diese Frage, wählt dort gar nichts aus. Genauso jetzt bei Bildern. Ladet eure Hochzeitsfoto, eure Freundschaftsfoto, eure Geburtstagsfoto, eure Urlaubsfotos, die euch wichtig sind, nicht auf irgendein Hoster wie RabbitShare uploadet hoch. Denn man ist dort nicht sicher, denn so etwas kann man knacken. Und jedermann hätte Zugriff auf eure Bilder, Videos, alles. Ja. So gut der Rede. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift von diesem Thema. Da gibt es natürlich auch mehr. Man kann mit diesem Google-Hack auch an Passwörtern kommen von ganzen Seiten oder Admin-Passwörter, Mail-Passwörter bis hin zu Chat-Protokolle. Das hatten wir schon. Dann das Ärgste, was auch ist, da gibt es nämlich auch Backups. Da gibt es ein String, wo man das komplette Backup von einer Homepage beziehungsweise Forum oder Chats downloaden kann. Also man sieht, wie unsicher manche Dienste wirklich heutzutage noch sind. Ja, ich möchte diese Sachen jetzt nicht weiter euch erklären, weil das würde natürlich wirklich den Rahmen sprengen. Und ja, ich wollte somit euch nur zeigen, wie einfach und leicht sowas gehen kann, dass Kriminelle solche Sicherheitslücken von verschiedenen Homepage, Chats, Überwachungscamps ausnutzen. Also passt auf, was ihr macht. Lasst euch nicht zu irgendetwas verleiten, wie zum Beispiel ladet dort hoch, ladet dort hoch. Oder wenn ein Webhoster sagt, bei Ihnen sind die Daten gut aufgehoben, keiner hat Zugriff drauf. Das wird ein Hacker mit Sicherheit egal sein. Denn die machen ja heutzutage eh schon alle, was sie wollen. Nun ja. Dann habe ich das jetzt mal so erklärt. Bin ich jetzt mal am Ende mit meinem Video-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe euch das jetzt mal so gut wie möglich demonstriert, dass man im Internet wirklich aufpassen soll, was man macht. Denn das kann ins Auge gehen. Und untersteht euch ja nicht irgendwo eure Kontonummer zum Geld abheben, irgendwo hochzuladen, auf Hoffnung, dass es dort in besten Händen ist. Denn wer so etwas macht, der ist einfach nur dumm und Dummheit gehört da noch bestraft. Aber ich glaube eher wenig, dass da welche vorhanden sind, die so dumm sind und solche Sachen noch auf irgendein Hoster hochladen. Ja, das sage ich mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr könnt auch Comments zu meinem Videotutorial machen. Wer Fragen hat, einfach fragen. Ich stehe für jede Frage zur Verfügung und helfe so gut wie jedem. Ja, das sage ich mal. Tschüss und haltet die Ohren steif.